Also Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite zu einem Podcast zusammen mit dem Michael. Hast du mich wohl gefreut, dass ich es mit Baby sage? Mit meinem Baby? Ja, mein Baby. Ja. Heute reden wir über, wie sagt man das so schnell? Jetzt mal so vormachen. Um biologisches. Was habe ich gesagt? Um biologisches Geschlechtsverkehr, Geschlecht. Und so weiter. Max? Und Freunde, ich stelle heute den lieben Baby eine Frage. Und der muss sie auch beantworten. Also, die wir gestern schon drin hatten. Im Livestream. Unter anderem. Oh. Ich stelle schon mal meine erste Frage. Was muss man machen, dass man ein Kind erzeugen will? Ui. Sex machen untereinander. Mann Und und wie Frau. funktioniert das? Und der Mann seinen Penis in die Vagina steckt, der Frau vorne rein. Muss da vorne was Bestimmtes rauskommen? Ja, Oder ist schon. das egal? Sperma. Wie produziert man Sperma? Durch den Orgasmus. Wie macht man Orgasmus? Wenn man geil wird. Was ist geil? Wenn man Ständer hat. Und was macht man dann mit dem Ständer? Hobeln. Und. Oh Mann, ist doch Mal heimlich reinstecken. genug für mich. Oh Mann. Ui. Kann man auch eine Runde holen, wenn man keinen Steifen hat? Er wird ja dann automatisch steif, würde ich mal sagen, oder? Denke ich mal schon. Schön über Sex reden. Wenn man rubbelt, wird es auch mal steif irgendwann. Habe ich das gut gemacht? Ja, Und exzellent. warum wird denn dann der Penis steif? Weiß Oh Mann, ist das peinlich. nicht. Du hast dir das ausgesucht. Ja. Kann man auch vorne reinpinkeln in die Vagina? Nee, dadurch kann man kein Kind erzeugen. Ey, war noch nicht fertig mit meiner Frage? Pfe? Hast du sogar schon gleich beantwortet? Also muss da der Sperma wie vorne rein gespritzt werden. Ja. Ui. Ich hab bam, 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 bam gehört. Ui, schön über Sperma. Ja. Und was muss da Kind gemacht werden, dass die Mutter dann das Kind bekommt? Was muss man da machen? Ja, wenn die Frau immer schwanger ist, dann geht das alles in Gange.
Haben wir Kann meine man Firma auch, ey. dann nochmal dann, wenn man schwanger ist, einen Dödel reinstecken vorne in die Ja, Vagina? aber dann wird man nicht nochmal schwanger, wenn die Frau bereits schwanger ist. Also kann man dann kein zweites Kind mit erzeugen, nur wenn das fertig ist, oder wie? Ja. Oh Mann, ist das. Es sei denn, ich weiß es nicht genau, es kann auch sein, dass es dann daraus Zwillinge werden, aber weiß ich nicht. Bin ich im Bilde. Zwillinge. Und was muss man dafür tun, dass die Mutter das Kind auch bekommt? Also Selbstvorsorge, aufpassen, dass man nicht so viel Sport macht oder was auch immer. ETC. Ja. Man soll diese viel sportliche Aktivitäten machen und so weiter. Und warum? Was könnte dann mit dem Kind passieren? Könnte dadurch Schaden erleiden oder so was. Also Kann Verletzungen das und auch so zum was. schlimmsten Fall das Kind sterben dann? Kommt auf die Schmerzen drauf an. Denkt man schon. Also Boxen und sowas auf dem Bauch und so was ist jetzt nicht so eine Option, die man machen sollte. Nee. Wer das will, kann Also es im gerne mal Bauchboxen ausprobieren, meine ich aber jetzt, würde ne? man nicht empfehlen. Also ne, im Bauchboxen meine ich Nein, ich jetzt. meine. Also zum Du Beispiel darfst Kind. wie jetzt bei Louis einer reinhauen auf dem Bauch. Ja, in den Box. Ja, genau, in den Bauchboxen. Das könnte das Kind sonst ernsthafte Verletzungen zu sich ziehen. Ja, Körperverletzung, schwere Verletzung. Ja. Auch wenn es leichte sein sollte und wir Oder werden das Kind weg. auch was ange oder auch irgendwas angeboren werden dadurch irgendwie. Durch eine Behinderung oder sowas. Das soll man ja auch Boah. nicht rauchen während der Schwangerschaft. Nee, das kann auch. Ich könnte auch zum Kind oder Alkohol trinken, Und weil sonst das halt passiert noch nicht was. zu Fehlgeburten führen könnte oder zu Einschränkungen des Kindes. Also würde ich es lieber euch empfehlen, Freunde, dass sowas ist. Also wer sowas plant überhaupt, ne? Logisch. Sie haben nicht von das Planen, seid ihr davon. Das kommt Und von Jungs, die euch auf ab, Jungs, ob wir wollen. und Jungs, die auf Jungs stehen, sowieso nicht. Darüber geht es jetzt nicht. Geht ja um Sex. Beziehung. Oder was auch immer alles. Was ist nochmal alles möglich? Oh Mann. Also zum Beispiel, wenn ich bei Louis hier ne, beim zum Beispiel mein Penis bei ihnen hinten reinstecke. Stecke. Er kann dann natürlich ja nicht schwanger werden. Und warum kann er dann Nee. nicht schwanger werden? Hinten sowieso nicht. Na, bei Wenn vorne ihr geht's mehr. ja nicht. Ja, nee, es stimmt. Da ist ja Aber wenn kein man Loch. vorne kein Dings hätte, Dödel, dann würde es auch nicht gehen, weil Kannst ja Männer ruhig einen haben Penis sagen. Ein Penis. Penis haben. Dann geht ja nicht. Wenn Männer können nicht schwanger werden, weil keine Gebärmutter haben. Ja, kann man die Gebärmutter als Junge auch einbauen lassen? Nee. Du musst ja ein Frauenkörper sein bereits. Und wenn ich zum Beispiel mich fühle wie ein Mann und bin aber eine Frau, Kann man würde sich das als. dann Könnte man sich natürlich als. Also, wenn eine Frau war quasi und sich als Mann fühlt oder Mann sein möchte, kann man sich natürlich als Mann operieren lassen. Wie das mit der Gebärmutter dann drin bleibt im Körper, weiß ich nicht. Denke mal schon. Also, Oh. natürlich wäre es dann. Theoretisch wirst du dann schwanger, aber theoretisch. Also, wenn du halt ein Mann bist eigentlich. Ja. Okay, checks. Und was passiert, wenn das Baby rauskommt? Wo kommt das Baby überhaupt raus? Hinten, vorne. Vorne. Bei wo? Aus der Scheide. Wo ist die Scheide? Vorne. Unten. Oh, unten. Zwischen den Na. Beinen. Was, und wie nennt man das? Scheidenausgang. Nennt man das dann nicht hier so, wie heißt das? Vagina. Nennt Ja, man das nicht doch. so? Kann man das auch nennen? Aber jeder mögt es hier anders.
Ich lauf ja wie ein Bot, ey. Ich lauf ja echt wie ein Bot, ey. Das nervt. Das ist gleich. Louis sagt, wir dürfen nicht über ihn reden. Das stellt sich echt so an, ey. Wie ein Baby. Er kann uns das verbieten, doch nicht. Ja. Oder was wir dagegen machen? Ja. Wir dürfen nicht über ihn lästern oder sowas. Das dürfen wir. Ja. Kann sie nicht verbieten, über wir reden. Ja. Können wir über ihn lästern? Ne? Soll er da nicht rumheulen? Nee. Will auch machen dagegen. Ja. Na, ich durfte ja schon mal eine anzeigen aus meinem Dorf. Wegen weiß ja schon mal. Bitte lächeln. Na. So hier. Warum lächeln? Na, da weiß, wovon ich rede. Aber die meisten werden eher auf dem Schlauch stehen dann. Auf dem Schlauch. Der Gegner ist gerade gestorben. Kopf. Oh Mann. Weil ich ihn angefahren habe. Wahnsinnig schlecht, ey. Ah, kann ich extra Zeit lassen, ey. Ja, irgendwie lass du mal. Komm mit. Mit dem Auto. Ja, wär schon sinnig. Ey, ich lauf wie ein Bot, ey. Das kotzt mich schon wieder. Der hat mir bei Snapchat geschrieben, mich anzeigen, nur weil ich über ihn rede. Hat er es geschrieben oder was? Mhm. Haben die auf WhatsApp? Na, sein Handy wurde doch einkassiert. Ach so. Stimmt ja, gell? Ja. Schon gewundert, warum er mich schreibt überhaupt. Ich dachte, der kann das nicht. Über Snapchat. Oh, wie süß. Der Pech. No. Ach, ist er mit dem Stream oder was? Hört zu oder was? Mhm. Kann er zum Schreiben oder was? Oh, wie süß. Hat der Kleine zum keine Eier zum Schreiben oder was? Ne, mehr nicht antwort, kleine Pussy. Wenn die Mutter ein Kind haben möchte, was muss man da wieder machen? Dasselbe Prinzip oder muss das dann anders verlaufen? Dasselbe Prinzip. Und was ist dann das Prinzip? Bleib ruhig drin im Auto. Kann den Penis ohne in die Vagina reinstecken. Und wie nennen, hast du denn einen ordentlichen Begriff für Vagina? Scheide. Muss dann aber auch nicht beckenbreit werden bei den Mädels, wenn man den Kind, dass es Platz hat oder so? Ja, irgendwie schon. Denk mal schon. Ja. Was soll er machen dagegen außerdem? Ja. Muss ich mal so anstellen, der Kleine. Ja. Der Lügenbolz.
Umwechseln bitte. Bitte wechs, bitte Sex. Und was könntest du sagen bei der Sex? Bei welcher Zahl denkst du? Nee, an welche Zahl denkst du an Wort? Ah, Na, hinten liegt Sex. dann. Und welche Zahl ist das? Na, die Sechs. Ui. Bin schlecht, Verkehr machen. Ui. So, hier ist das Medaillon. Oh. Schön, Klatsch. schön Penis vorne einstellen. Ui. Bei der Vagina. Könnte aber man auch Pisse trinken? Also als Frau? Würde schon. Aber wenn die schwanger von. Nee, das weiß ich ja. Aber ist das empfehlenswert? Was würdest du da sagen? Ob das empfehlenswert? Nee. Warum ist Also, das nicht passiert oder empfehlenswert? nix. Oh, da kann fliegen. Ich verpiss mich da Also, lieber. passieren kann da nicht viel wirklich. Trotzdem nicht so empfehlenswert. Oh! Jetzt haut's ab, die Chaussee. Bin ich da runtergefahren. Sitzwechsel. Na. Schön Sex machen mit dir. Ach, Ui. Scheiße. Oh, pff. Oh, schieß ihn doch ab! Ja doch, Mann, du schieß ihn doch Idiot. bitte ab! Wow, so nicht. Achtung, er kommt! Hinter dir. Was für ein Pussy. Wer? Na, der Gegner, ja, von hinter dir kommt. Ja. Was habe ich für Fragen vergessen? Hab ich denn noch Wie einen? Na, bis jetzt fällt mir nichts ein. Also, Freunde, wenn es nee. gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und lasst gerne Liebe da. Mua. Ui, Lieben. Weißt du, was bei mir gerade steif wird? Nee. Oh Mann. Komm wieder. Mein Penis wird steif. Hui. Also Freunde, tschüss. Tschüss. Und seid gerne auch dabei bei anderen Podcasts. Podcast. Mit Ja, wem hast du Podcast. geflirtet? Auch immer mir angeschrieben will, keine Ahnung, was er wollte. Ich weiß es mir auch nicht. Wo bei Discord? Steam. Warum, was wollte der Wichser? Keine Ahnung, hat geschrieben, hast du ein paar Minuten für mich? Was hast du geschrieben? Wegen? Was ist? Ja, genau, wegen. Was heißt bei Ihnen ein paar Minuten? Weiß ich doch nicht, was er meint oder will. Also, Freunde, Tschüss. 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 Ach. Oh, ja, es spritzt. Oh. Oh. Tschüss. Tschüss. Ula. Ey, oh, ja, Shay, wie schön abspritzen. Ui. Oder schön auf Luis abspritzen. Mit seiner Indeed. Gewürzgurke. Die Frechdachs haben sie mal sich benehmen, damit er verdient. Tschüss. Tschüss.